Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Alter! Man kann hier aber auch nicht genüsslich die mal ein bisschen wegschießen, ohne dass man selber vom Himmel geholt wird. Sorry, wurde gerade ein bisschen leiser, glaube ich. Musst du mich mal am Ohr kratzen. So. Krass. Hoho. Wir müssen einfach die Hin- und Herflüge dafür nutzen, unsere Energie ein bisschen aufzutanken wieder. Aber das funktioniert nicht. Weil, oh, Alter, das ist so ein Zeitdruck hier. Das ist so ein Zeitdruck. Einerseits muss ich die so schnell wie möglich wegbekommen, damit wir mehr Zeit haben, weil die beschießen ja die Arche hier die ganze Zeit. Andererseits, wenn wir zu viel Zeit auf die vergeuden, schießen die uns vom Himmel. Also egal, was du machst, es ist falsch. Also, so hast du das Gefühl zumindest gerade hier. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufs UFO gegangen, weil Frust. Einfach nur Frust. Einfach, weil ich irgendwas kaputt machen wollte. So, jetzt aber wieder ernsthaft. Ich versuche es jetzt nochmal wieder mit dem Abwehrgeschütz. Allerdings nur, um ein paar UFOs runterzuholen, wollte ich gerade sagen. Aber die beschießen mich hier schon wieder. Na? Ich glaube, dem habe ich jetzt ganz gut geschadet. Na, wo ist er? Erstmal orientieren immer. Da ist er. Haben wir? Nicht ganz. Aber ich muss raus. Ja, ich nehme auch Schaden. Ey, dreh um! Alter. Der nimmt das aber auch nicht immer an, wenn ich drücke, dass er umdrehen soll. So, haben wir den soweit down? Nein. Darf das denn wahr sein? Wieso ist der noch nicht down? So, jetzt aber. Ach ja. Wieder das ganze Spiel hier. Und die Arche ist schon zu ein Drittel kaputt. Mehr als ein Drittel. Das ist ja das Besorgniserregende. Jetzt hör auf, dich zu schütteln. Bis wir hier fertig sind, ist die Arche schon halb kaputt. Alter Schwede. Stirb! Leute, selbst wenn ihr euch als Kanonenfutter nur anbietet, lenkt von der Arche ab. Mein Gott, muss man denn alles selber machen? Schnell weg hier. So. Mann, Mann, Mann. Wow, 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 nein! Boah! Boah, gut abgefangen, gut abgefangen. Puh, alter Schwede. Eigentlich habe ich gar nicht genug Energie für diese Aktion hier gerade. Nein, was machst du?
So. Das ist der nächste. Da werde ich schon beschossen. Kann mich nicht mal verteidigen. So. Alter, das schaffe ich doch im Leben nicht. Halt dich fest, halt dich fest. So. Rüber. Also irgendwie nimmt die Arche gerade keinen Schaden. Das finde ich sehr gut. Geh runter von mir und stirb. Zack. So. Jetzt der letzte. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Erstmal weg hier. Wow, wow, wow. Ey, kaum bin ich da oben, beschießt mich das Vieh auch schon. Wie soll ich das denn schaffen? Und die Arche ist schon wieder fast Moos. Der hat, glaube ich, auch noch alle vier seine Pinöppel. Ich muss gerade mal ein bisschen stiften gehen wieder. Obwohl wir eigentlich gar keine Zeit dafür haben. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? So, umdrehen. 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 Geht doch. Ein bisschen schneller fliegen. Ja, er ist down. Kann ich von hier vorne vielleicht dran? Ist vielleicht einfacher. Halt dich fest, halt dich fest. So. Nein, 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 nein. Ich bin nicht tot, oder? Nein, 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 nein. Aber man kann auch vorne dran. Vielleicht spart das Zeit. Das ist schon mal eine wertvolle Information. Wir hätten es fast gehabt. Wir hätten es fast gehabt. Okay, also es ist machbar. Es ist machbar. Es ist alles eine haarscharfe Geschichte, aber es ist machbar. Es ist auch schon mal viel wert, das zu wissen. So, erstmal wieder runter. Dann wieder hoch. Dann umdrehen, umdrehen. Geht doch. Und wieder draufhalten. So, ich muss irgendwie ein bisschen Energie tanken. Ach, Alter. Hammerhart. Ich glaube, ich mache die Folge jetzt hier so lange, bis wir das geschafft haben. Also normalerweise ist ja eine Folge 15 Minuten ungefähr lang. Boah, das ärgert mich hier gerade so dermaßen. Und ich habe keine Lust, noch eine Folge zu machen, in der ich diese Kacke hier bewältige. Diese wirklich tolle Situation. Ich habe ja nichts gegen Herausforderungen. Aber das ist echt eine arschknappe Geschichte. Und ich finde, ich spiele ja jetzt nicht schlecht oder so. Gibt's ganz andere. Wenn die das hier spielen würden, die würden wahrscheinlich den Controller in die Ecke pfeffern und sagen, nee, will nie mehr. Na. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich muss weg, ich muss weg. Ich habe da jetzt ein bisschen gepokert, aber was soll ich machen? Wir müssen uns eigentlich mehr auf einen erstmal konzentrieren. Deshalb fliege ich mal hier eine kleine Runde. Gehe auf den hier wieder drauf. So. Okay, weg hier. Ich muss nochmal eine Runde drehen. Ein Schuss noch und wir sind tot. Ich sehe es schon wieder kommen. Ah, die Runde hier läuft schon wieder nicht so gut wie die letzte. Also, wo wir die Viecher hier angegangen haben. So,
zur Seite. Na. Gedrückt halten machen wir. Zur Seite. Und weiter. Sehr gut. Ah, das geht wesentlich schneller. So. Verdammt. Mist. Wir müssen erstmal wieder Energie tanken. Ah, jetzt kommt auch noch so ein Kack-UFO hinter uns her. Natürlich. Und der Arche geht's immer schlechter. So. Ist das Vieh noch nicht down? Es müsste doch jetzt eigentlich... Ja, ist es. Sehr gut. Eben schnell dran fliegen. Ey! So. Festhalten. Das Ding rausziehen. Zur Seite. So, und weiter. Jawohl. Sehr schön. Jetzt schnell zum dritten. Ich tue doch schon, was ich kann, Leute. Ich tue schon, was ich kann. Jetzt kann ich hier aber hier gerade mal... Uah, ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man so rumfliegt. So. Umdrehen. Und da drauf. Einen noch. Ach, warum dreht er immer zweimal um? So. Jetzt schnell. So. Zur Seite. Jawohl! Nice one. Kapitel 1, nein, Kapitel 3, Kapitel 1, Verteidigung der Arche. Wir haben die doch gerade verteidigt. Müssen wir jetzt noch weiter verteidigen? Offensichtlich. Alter, war das jetzt eine harte Nuss. Krass. Aber wir haben es geschafft. Yay! Ich bin glücklich. Glücklich, glücklich. Hyperschraube, zielgerichtete Energiewaffe. Erfunden von Nikola Tesla. Und hier haben wir den Erlöser. Können wir die aufrüsten? Verbesserter Kühlkörper ermöglicht einen größeren Schaden mit dieser Waffe und eine kürzere Abkühlzeit. Explosive Geschosse, die beim Einschlag detonieren. Das machen wir. Unvergrößertes Magazin. Und das hier rüsten wir wieder ab. Ich würde gerne... nee, nicht aufrüsten. Tauschen. Ich würde gerne unsere Boomshot mitnehmen. So. Schließen. Begun. France will be the first to fall.
For centuries we have labored in silence, struggling against the Watchers and their will to enslave mankind. Now, from this forsaken place, they push the world towards its darkest hour and pave the way for their return. Do you know why you are here, Will? It was an accident, right? Hey, listen, with all due respect, I'm just looking to find a way home. You bear the mark, Will. They do not see it, but I do. We are here, each of us, as part of a larger plan, each with a purpose. When we reach the Broken Land, you will discover yours. Whoa! What the? They have found us. We must defend the Ark. Okidoki, dann wollen wir die Arche mal verteidigen. Also die Aliens greifen wohl gerade Paris an. Frankreich. Watch your aircraft. Bearing in on the Ark. We got it. Wir müssen die wohl aufhalten. Wow. Es geht ja gut los hier.